Sau. Ich bin auch ordentlich am Sack, nicht geballt, ist denn ich rappe Tengabe und Power, solange das Liedchen an ist. Hast du diesen Shit verstanden? Wenn ich werde, Mist ist sinnlos. Kost macht die Beat, yeah. Und der Refu mit mir im Intro. Research, guten Morgen auf dieser schönen Live-Bühne hier draußen. Können wir ein bisschen Monitor bekommen vielleicht, damit was hören ist nicht. Okay, macht nicht. Ich hör mich gut. Genau. Yo. Also ist ja Gießen bleibt bunt. Und da haben wir uns mal kurz was überlegt, aber das ist noch relativ kürzlich entstanden, deswegen kann ich das noch nicht so auswendig. Aber da mal gucken, was man da jetzt so hinbekommt, ne? Also Beat up bitte mal. Dog 1, 2, 1. Tja, das ist cool. Deutschland ist bunt und ich rede nicht vom Grün in den Wäldern, von Blüten und Feldern, von Zügen der Sprayer, aber das dann schon eher Hip-Hop und die Kultur, wäre in Deutschland doch nicht so eine Multikultur. Es ist bunt, gemischt wie ein Salat auf dem Teller und ergibt es zusammen Geschmack, nicht nur für Kenner, nein für jeden Laien, geh in Apotheken rein oder auch in Banken, in Tanken, im Amt, im ganzen Land begegnet einer Art, einer seiner Art, internationaler Staaten, wäre das nicht so, wäre das ganze Land wohl nicht so sagen. Ich meine, okay, ich sehe Probleme in Szenen, die den Anschluss nicht finden, deswegen Probleme regen, aber genauso gut sind einheimische Kriminell, das hat mit Kopf und Herz zu tun, nicht mit der Farbe der Welt. Deshalb frage dich selbst, bist du ein guter Mensch? Viele andere sind in diesem Lande doch fremd. Die Welt ist bunt, aber einige von euch sehen schwarz, sehen rot, sehen gelb, sehen braun durch ihr Glas. Aber hast du schon mal tief in dein Herz geschaut? Es kann gut sein, das macht nicht die Herkunft aus. Die Welt ist bunt, aber einige von euch sehen schwarz, sehen rot, sehen gelb, sehen braun und das war's. Aber hast du schon mal tief in dein Herz geschaut? Es kann böse sein, das macht nicht die Herkunft aus. No. Gießen, yeah. Wo seid ihr denn? Ja. Und so ein bisschen Tatsachen. Ich bin selber nicht hier geboren, aber schon so lang hier, dass ich nichts fühl vom Zorn. Aber hatte erst vor kurzem einen Auslandsaufenthalt und merkte, wie Menschen drauf sind, kommst du von außerhalb. Dann begegnest du Vorurteilen, die Leute glauben, Polen stehlen, Russen saufen und die Deutschen brauen oder bauen Autos Qualität und Wertarbeit. Nur eins ist traurig, sie glauben, immer noch herrschen Zeiten wie damals, wie wenn alle Nazis sind radikal. Und sie stehen da draußen, stellen ihren Kandidat zur Wahl. Und das geht nicht in meinen Schädel rein, als Teil von Deutschen Angst davor zu haben, bleibt mein Leben heil. Wir haben alle das rötliche Blut, nur welchen Kanal es fließt, ist das böse oder gut? Das entscheidest du, ebenso wie dein Herz tickst. Nur denk mal drüber nach, zu viel Hass macht dich fertig. Die Welt ist bunt, weil einige von euch sehen schwarz, sehen rot, sehen gelb, sehen braun durch ihr Glas. Aber hast du schon mal tief in dein Herz geschaut? Es kann gut sein, das macht nicht die Herkunft aus. Die Welt ist bunt, aber einige von euch sehen schwarz, sehen rot, sehen gelb, sehen braun und das war's. Aber hast du schon mal tief in dein Herz geschaut? Es kann gut sein, das macht nicht die Herkunft aus, no. Word oder nicht? Word. Alle gleiches Blut. Yeah. Genau. So viel zum Thema Gießen bleibt bunt. Ist mal schön. Komm so. Guten Tag. Dankeschön. Na? Ja, so, da bin ich drauf. Also, Critterfu, ich bin euch jetzt mal kurz dazwischen gegangen. Eigentlich wolltet ihr nur einen Soundcheck machen, doch ihr habt jetzt gleich richtig losgelegt. Ihr habt uns gezeigt, dass Gießen bunt ist. Habt ihr den Song eigentlich extra dafür geschrieben? Korrekt, ja. Cool. Also, ihr seid zwei junge Rapper hier aus Gießen und ich habe über euch gelesen, ihr macht nicht nur Rap, sondern ihr macht Rap-Musik und da stand dabei, das ist euch ganz wichtig. Was ist bei diesem Punkt so wichtig für euch? Was ist der Unterschied zwischen Rap und Rap-Musik? Gut, ich ergreife mal das Wort. Das Problem, wenn man erzählt den Leuten, ja, was bist du? Ja, ich mache Rap-Musik oder ich bin ein Rapper so, ne? Und dann immer, oh, Ghetto und hast du nicht gesehen und so ein Fall. Das Problem bei uns ist einfach, wir schreiben halt Texte, wir können halt rappen. Wir sind nicht unbedingt Rapper, wir können halt einfach nur rappen, das ist so die Sache. Und der Unterschied ist einfach darin, dass man, wenn man Rapper ist, das Ganze auch wirklich so durchzieht und immer mit Baggy Pants rumläuft und sonst was in die Richtung. Und wir machen einfach lyrisch, versuchen das Ganze ein bisschen, dass man in den Texten, wenn man so viel Zeit hat in einem, auf einem Beat, so viel Text in einen Song zu verpacken, dass man da wirklich was aussagen kann. Und das liegt uns halt am Herzen. Mit Musik meinen wir damit, dass das mehr musikalisch angesehen wird. Dementsprechend ist die Zielgruppe auch größer als einfach nur Ghetto-Rap-Liebhaber sozusagen.
Ja, und was euch auf dem Herzen liegt und auf dem Herzen brennt, das habt ihr eben schon gezeigt. Gießen bleibt bunt, das ist unser Motto. Ihr habt euch dementsprechend gekleidet, finde ich gut. Ich habe es auch mit der roten Hose heute probiert. Und ich denke, wir hören noch ein bisschen was von euch, was euch so auf der Seele brennt, was ihr mit der Musik verbunden habt. Und von mir aus dürft ihr gleich weiter durchstarten. Ich sage Ihnen nochmal herzlich willkommen und sage gute Unterhaltung mit den zwei Herren von Critterfoo. Dankeschön. Ich wusste nicht, dass das nur Soundcheck war. Wir haben einfach mal losgelegt. Macht ja nichts. Okay, das nächste Lied ist von unserem aktuellen Album Unter der Oberfläche. Nennt sich Taubblind. Mal gucken, was dabei rüberkommt. Beat up bitte. Ole, jetzt geht's los. Ja, ja, klar. Wir können ja auf den Glockenschlag ein bisschen. Bam, bam. Und du stehst jetzt hier gerade mit mir auf der Bühne, oder nicht? Gib dir mal ein bisschen noch Mühe, Alter. Genau. Du weißt doch, was hier abgeht, ja, oder nicht? Wer gerade hier am Start steht, schön genau Ruhe am Abgehen. Ja, ja. Das stört ein bisschen. Egal. Also zu dem Titel des Tracks. Wir führen immer nach dem fünften Bier, fangen wir an, tiefsinnige philosophische Gespräche zu führen. Und irgendwann haben wir uns mal die Frage gestellt, hey, wenn wir auswählen könnten, ob wir jetzt lieber taub oder blind wären, wie würdest du dich entscheiden? Und das haben wir dann jeder in den Text verfasst. Ja. Er ist der Meinung, er wäre viel lieber blind als taub. Ja. Weil nichts sehen zu können oder nichts ansehen zu können, wäre schlimmer als nichts zu hören. Und ich persönlich, ich könnte ohne Musik gar nicht leben oder ohne Glocken klingeln oder so. Sonst wird man ja nicht wach, aber hätte ich die Wahl, dann hätte ich mir natürlich lieber meinen. Ich weiß nicht, es ist schon eine komplizierte Frage, deswegen haben wir da auch das Ganze als ein Lied verpackt, weil das müsste mal so gesagt werden, haben wir gedacht. Nur, ich könnte halt ohne Musik nicht, deswegen hätte ich lieber gesagt, ich wäre blind statt taub. Komm, wir setzen uns mal. Nein, Spaß. Also wie gesagt, wir haben ein Album draußen, unter der Oberfläche, wir haben jetzt leider nichts dabei oder so, aber Sie können auf YouTube bei Google einfach mal Critterfoo, C-R-I-D-A-F-U eingeben und sich alles mal so anhören. Alles umsonst natürlich, kein Problem. Und wir wollten halt ganz gerne Masse ansprechen, deswegen nehmen wir die ganzen Möglichkeiten wahr, auf der Bühne zu stehen. Ich bin gerade selber wieder aus dem Ausland weg hergekommen. Und ja, das ist jetzt unser erster gemeinsamer Auftritt nach 10 Monaten oder so. Und das ist halt schön, mal wieder hier mit so vielen schönen Leuten auf so einem schönen festlichen Tag. Mit so einem guten Motto im Hintergrund. Und dazu wollten wir einfach ein bisschen was preisgeben, weil wir gedacht haben, ja, warum nicht? Einerseits mögen wir es halt einfach auf der Bühne zu stehen, andererseits mögen wir unsere Lieder den Leuten zeigen und ich muss auch gleich wieder arbeiten, aber das macht ja alles nichts, deswegen bin ich hier. Dann mal Beat Nummer 3 ab. Genau, der Beat ist von unserem Beatmacher, Koss. Kommt auch hier aus Gießen. Ja, tschö. Wie gesagt, taubblind. Und ich frage dich, lieber taub oder blind? Ich frage mich, ob Sehen mit den Augen beginnt. Kannst du die Worte hören, die man als Tauber vernimmt? Willst du hören oder sehen, lieber taub oder blind? Eine Frage, wärst du lieber taub oder blind? Das ist beides eine Qual, nur wenn die Wahl da ist, was nimmst du? Würdest du hören, doch die Welt nicht sehen? Oder siehst du Erlösung, wenn die Welt stillsteht? Wenn ich wählen müsste zwischen taub oder blind, würde ich die Stille wählen, bevor man mir mein Augenlicht nimmt. Ich ging Jahre meines Lebens als Blinde umher, bis zur inneren Umkehr, die Erinnerung her. Dunkle Zeiten, der ist schon befreit mit Wunsch nach Leid. Durch die Sucht entzweit wurde ich nur noch ein stummer Schrei. Ich wähle jetzt das Licht, denn gehört hab ich genug. Warum soll ich noch zuhören? Es gibt auch Wörter in dem Buch. Wie sagt man doch so schön, dass ein einziges Bild? Wer sagt das tausend Worte, deshalb schweige ich still. Und deine Farbe allein hat mehr Aussagekraft als die Antworten, die man auf tausend Fragen hat. Es werden Geschichten erzählt durch jedes Bild. Niemand ist blinder als der, der nichts sehen will. Und ich stehe vor der Welt mit glaubenden Augen. Wenn du immer noch blind bist, siehst du weder Zaun noch Mauer. Eine Frage, wärst du lieber taub oder blind? Das ist beides eine Qual, nur wenn die Wahl da ist, was nimmst du? Würdest du hören, doch die Welt nicht sehen? Oder siehst du Erlösung, wenn die Welt stillsteht? Und ich frage dich, lieber taub oder blind? Ich frage dich, ob Sehen mit den Augen beginnt. Kannst du die Worte hören, die man als Tauber vernimmt? Willst du hören oder sehen, lieber taub oder blind? Bedenk die letzten tausend Jahre Musik.
eingebrannt in den Knochen. Du kannst sie dort nicht sehen, du kannst sie hören und verstehen, doch nie das Wort lesen. Deswegen frag ich mit Ohren oder Augen nicht. Ohne Dunst, Augen dicht, monotoner Sound ist nichts. Du siehst es, du riechst es, aber lauscht nicht den Klängen, die man ausspricht. Wenn die dir so laut sind, dass sie dir Geschichten erzählen und dich hypnotisieren. Keine Scheibe, es sind Worte, die dein Kopf verlieren. Bis der Gong dich aus der Trance löst, du kannst ihn nur hören, wenn du ihm auch eine Chance gibst. Dann fühlst du Erlösung, du hörst gegen sich biegen, während andere zusehen, was ihnen das Leben noch bietet. Und ich frage dich, lieber taub oder blind? Ich frage mich, ob Sehen mit den Augen beginnt. Kannst du die Worte hören, die man als Tauber vernimmt? Willst du hören oder sehen, lieber taub oder blind? Eine Frage, wärst du lieber taub oder blind? Das ist beides eine Qual, nur wenn die Wahl da ist, was nimmst du? Würdest du hören, doch die Welt nicht sehen? Oder siehst du Erlösung, wenn die Welt stillsteht? Vielen Dank, vielen Dank. Genau, der nächste Track ist ein Solo-Track von mir. Der ist auf dem neuen Album von mir, was hoffentlich demnächst rauskommen wird. Genau, der Track erzählt ein bisschen darüber, über so meinen Lebenslauf, die letzten 2 bis 3 Jahre. Das habe ich einfach in einen Track verpackt. Genau. Kannst du auch den Beat loslaufen lassen. Mr. Crit. Ich versteh's nicht, versteht mich denn keiner von euch? Ich bin auch nur so ein Typ, der seinen Beinen nachläuft. Der sich auf dem Bett verkriecht, wenn sich Scheiße anhäuft. Der sich gerne mal versteckt hinter seinen Tagträumen. Nur weil ich rap, hab ich nicht andere Sorgen. Ich sitz oftmals tief im Dreck, versuch Gedanken zu ordnen. Würd mich oftmals gerne wegbeamen zu anderen Orten. Nur das Gute zu sehen, ist verdammt schwer geworden. Doch wenn die Scheiße mich stresst, dann schreib ich einen Text. Wobei ich weiß, ich werde niemals frei sein durch Raps. Ich will mein Leid teilen durch Raps, das kann keiner es checken. Dann schreib ich Tracks nur für mich und stell mein Mic hin und Rex. Vielleicht können ja die Sätze dich aus meinen Gedanken feine Hilfe für ne Menschen sein, damit mir die Gedanken teilt. Und deshalb halte ich meine Hand bereit. Nehme mir ein Blatt und schreib. Was ich denke, indem ich Worte aneinander reihe. Würd so gern mit anderen teilen, was in meinen Gedanken kreist. Und das ganze Leid einfach in die Schranken weist. Doch ich kann nur mit anderen teilen, was in meinen Gedanken kreist. Mehr kann ich nicht tun, ich bin doch auch nur wie ihr. Manchmal euphorisiert, aber auch so frustriert. Manchmal umgeben von Sorgen, Hof und Haus zu verlieren. Nur wichtig ist, finde ich, wie man darauf reagiert. Weißt du, früher haben Probleme mich auch nicht geschockt. Denn wenn ich mal Kopf wie Katze, jo, dann rauchte ich einen Kopf. Oder zog mir eine Nase, fuck, ich brauchte den Stoff. Ich glaube an Gott, ich gab mein Leben an ihn ab. Die Probleme an ihn ab, fuck die Sorgen von morgen. Er ist ewiger Sieger, vom einen Tag auf den anderen clean. Ohne Therapie, Mann, ich habe ewige Liebe. Echt nicht verdient, Mann. Vielleicht denkst du dir jetzt, was redet der für ein durch'n Scheiß? Doch ich hab all die Scheiße durch, vor der du dich zu fürchten scheinst. Ich kenne das auch, wenn die Sicht vernebelt ist, weil man ständig schon raucht. Man bleibt nächtelang auf, doch Gott hat mir gezeigt, dass ich den Dreckscheiß nicht brauch. Und ich sage, Gott sei Dank, kam ich da rechtzeitig raus. Viele alte Kollegen können es bis heute nicht verstehen. Der Junkie von damals will das Zeug nicht mehr sehen. Doch jetzt hab ich's gefunden, Sinn und Freude am Leben. Und glaub mir, wenn ich dir sag, das ist ein teuflisches Game. Vielleicht könnt ihr meine Meinung heute nicht verstehen. Doch ich bete für euch, dass ihr's deutlicher seht. Und versteht mich nicht falsch, ich bin kein Drogenberater. Ich weiß nur, wo ich heute wäre ohne den Vater. Ich weiß ganz genau, dass ich verlorenes Schaf war. Doch Gott hat mich gerettet, das ist kein hohles Gelaber. Ey, ich wär fast verreckt, das hat mich derb abgeschreckt. Doch Jesus hat meinem Leben neuen Herzschlag geschenkt. Gott war mir gnädig, hat doch eine Chance gegeben. Und er sagt auch zu dir, komm, fang heute schon an zu leben. Wo du dich von Scheiße nicht alleine dreisten kannst, reicht er dir seine Hand und packt's mit dir gemeinsam an. Nur er kann die Freiheit geben, wie sonst keiner kann. Ein Leben ohne ihn fühlt sich immer einsam an. Er will dir zeigen, Leben hat so viel mehr zu bieten. Mehr als nur Elend, ohne Perspektive. Glaube mir ruhig, er hat ein großes Herz zum Lieben. Wenn die Gnade einmal fließt, kann der Strom nicht mehr versiegen. Heißt so viel, wie wenn du dich für ihn entschieden hast. Bist du ewiglich gesaved, ja, du hast bei ihm einen Platz. Es ist echt so einfach, du musst einfach anerkennen, dass er in dir herrschen soll und er wird dich beim Namen nennen. Und du wirst ihn erleben, wirst ihn spüren und fühlen. Wirst ihn spüren, seine Kraft, wie sie über und über dein Körper durchfließt und deine Seele streichelt. Erleben, wirst du spüren und fühlen, wirst du spüren seine Kraft, wie sie über und über deinen Körper durchfließt und deine Seele streichelt. Gott ist bei dir bis in die Ewigkeit. Du wirst ihn erleben, wirst ihn spüren und fühlen, wirst du spüren seine Kraft.
Amen. Amen, Bruder.